Ja, hallo liebe Freunde von Schulaufprogrammierung. Es wird wieder spannend hier und zwar gibt es seit neuestem also eine neue Rubrik auf Schulaufprogrammierung, nennt sich Hausaufgaben. Ja, sehr unbeliebt, sage ich mal. Ja, und das Coole ist aber, hier werden praktisch ja, alle Aufgaben auch mit Lösungen angezeigt. Ja, du kannst sie selber machen oder kannst das Video auch einfach durchlaufen lassen und dann selber ausprobieren. Wenn du jetzt zum Beispiel ja, mit einer neuen Programmiersprache oder so startest, ja, und da ist es gut, wenn du hier so kleine Projekte machst. Und das wollen wir heute mal machen. Wir wollen heute die Hausaufgaben Nummer 1 hier durchgehen und schauen hier, was es hier eigentlich zu machen gibt. Ja? So, also siehst schon hier ein schönes Bild vom Kreuzberger Ufer hier in Berlin. Ja? Und das sind sehr viele Schwäne. Ja? So. Und um was geht's? Du sollst dein erstes JavaScript hier, so ein kleines Programm schreiben. Ja? Die Aufgabe, eine Schwanenfamilie schwimmt auf, ja, dem See soll es dann nicht heißen. Ja. Schreibe in JavaScript ein kleines Skriptprogramm, wo du den Namen, Alter, Gewicht, Schwimmgeschwindigkeit abfragen kannst und in einem extra Fenster ausgeben kannst. Schreiben Sie den Code in Visual Studio Code. 5 Punkte kriegst du, wenn du das schaffst. Ja. Also hier haben wir das Bild. Ja. Kurz noch zu JavaScript, für was braucht man das? Also in der Regel brauchst du, wenn du zum Beispiel eine Webseite codest, ja, dann hast du hier HTML. Also für die Struktur ist das, ja. Ich schreibe es hier mal zu, Struktur. Wir machen das gleich, wenn wir zusammen den Code schreiben. Ja. HTML ist keine Programmiersprache, sondern eine Markup-Sprache. Ja. Also hier hast du praktisch das Gerüst, ja, mit CSS. Und da stylst du zum Beispiel deine Webseite. Ja, wo kommen die Bilder hin? Wie soll der Hintergrund aussehen? Und so weiter. Ja. Das machst du alles mit CSS. Und mit JavaScript, da schreibst du zum Beispiel eben Funktionen und ist alles dafür zuständig für das Dynamische. Ja. Also zum Beispiel, ja, wenn du ein Bild mit gedrückter Maustaste hier hin verschieben willst, ja, dann kann es sein, dass im Hintergrund JavaScript läuft oder JavaScript, das kommt eben ganz oft vor, wenn irgendwas Dynamisches auf der Seite oder du klickst auf einen Button, ja, und auf eine Webseite und dann passiert irgendwie was, wird ein Text ausgegeben oder irgendwas. Ja. Dafür ist meist eben JavaScript zuständig. Ja. Diese drei findest du ganz, ganz oft zusammen. Ja. HTML, CSS und JavaScript. Ja, die drei, also sind eigentlich Frontend. Ja, kann man es hier mal schreiben. Ja. Häufig kommt dann noch hinzu, ja, bestimmte, hier mal kopieren, Frameworks zum Beispiel. Also React zum Beispiel oder Vue. Oder Angular. Ja. Wenn du also irgendwo liest, ja, es wird so ein Frontend-Entwickler gesucht und du sagst dir, oh Gott, was ist das überhaupt? Ja, dann kannst du so grob davon ausgehen, dass er sich mit diesen Techniken zumindest so beschäftigt. Ja. Also mit HTML, CSS, JavaScript
und dann eben mit entsprechenden Bibliotheken. Also React ist eine Bibliothek, Vue.js Framework und Angular. Frameworks sind sogenannte Gerüste praktisch. So, also nochmal grob hier zum Verständnis, damit du weißt, okay, wo kann man eigentlich JavaScript hier so einordnen. JavaScript hat nichts mit Java zu tun, ist eine eigene Programmiersprache, nicht verwechseln oder sonst was, ja, ganz wichtig. So, jetzt gehen wir aber her zu unseren Schwänen und versuchen das Ganze hier mal zu lösen. Ja. Also, eine Schwanfamilie schwimmt auf dem See, schreibe in JavaScript ein kleines Scriptprogramm, wo du den Namen, Alter, Gewicht, Schwimmgeschwindigkeit abfragen kannst und in einem extra Fenster ausgeben kannst. So. Also Visual Studio Code brauchst du. Du kannst auch einen anderen Code-Editor nehmen. Ja, ich habe den hier schon drauf. Ja. Kannst du dir kostenlos runterladen, indem du auf Download Visual Studio Code bei Google eingibst. Und dann lädst du dir das Teil hier runter. So. Starten wir und versuchen so ein kleines Programm hier zu schreiben, wo man Namen, Alter und Gewicht des Schwans, Schwimmgeschwindigkeit abfragen kann. Ja? Also vielleicht von diesem hier. Ja? So, gucken wir. Als erstes gehst du her und legst einen Ordner an auf deinem Laptop. Ja, gehe ich her und gehe hier auf meinen Entwickler. Developing habe ich den genannt. Und jetzt gehe ich mit rechter Maustaste hier rein und gehe auf Neu und nenne mir den Ordner hier Schwan. So. Klicke die Enter-Taste und hier habe ich meinen Schwan-Ordner. Ja? Wenn du Visual Studio Code jetzt runtergeladen hast, dann musst du dir diesen Ordner hier praktisch reinziehen. Ja? Das machst du folgendermaßen. Ja? Den Schwan-Ordner habe ich jetzt hier angelegt. Jetzt kann ich das Feld hier zumachen. Zack. Und jetzt gehe ich hier in Visual Studio Code und hole mir diesen Ordner. Ja? Der Schwan heißt. Ich gehe also jetzt auf File und dann gehe ich auf Open Folder und hole mir den Ordner. Mal gucken, wo ich den habe. Hier, Schwan. Jetzt gehe ich auf Ordner auswählen. Also erst markieren ist wichtig und dann Ordner auswählen. Machen wir mal. So. Und du siehst, es wird dir jetzt dein Ordner hier angezeigt. Ja? Wenn er so angezeigt wird, dann ist es schon mal ganz gut. Ja? Und jetzt gehen wir her. Ja, wir haben ja gesagt, wir brauchen hier so ein HTML-Gerüst. Ja? Weil diese drei ganz oft zusammengehören, HTML, CSS und JavaScript. Ja? Wir brauchen erstmal so ein Gerüst. Ja, das erstellen wir uns jetzt, damit wir nachher unseren JavaScript-Code, unseren ersten Code schreiben können. Gehen also her und klicken hier auf das Pluszeichen. Und die erste Seite einer Webseite heißt im index.html. So gibst du das ein und klickst die Enter-Taste. Und du siehst schon, es wird dir hier eine Index hier angelegt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt gehst du her und gibst dein Ausrufezeichen ein auf deiner Tastatur und klickst nochmal die Enter-Taste. Und du siehst schon, hier haben wir also unser HTML-Gerüst, von dem ich gerade vorhin geredet habe. Ja. Und das brauchen wir gleich auch. Ja. Also es geht hier in Zeile 1 los, wird mit doctype.html hier eingeleitet. Ich habe hier auf Englisch eingestellt. Ich würde es auch auf Englisch lassen und nicht auf Deutsch umstellen. Weil wenn du Fehlermeldungen oder irgendwas hast, dann ist es besser, man hat alles auf Englisch. Ne? Dann ist das HTML-Gerüst ist so aufgebaut, dass es, also es gibt einen Head-Bereich, ne? Der geht hier los in Zeile 3.
und endet hier in Zeile 8. Warum? Weil hier ist das Slash-Zeichen, so ein Schrägstrich. Ja? Hier geht der Head-Bereich los und hier ist der Head-Bereich abgeschlossen. Ja? Dieses Schrägstrich bedeutet immer, der Bereich ist abgeschlossen. Ja? Der Head-Bereich, also von Zeile 3 bis Zeile 8, ja, ist nur so für allgemeine Informationen. Ja. Coden selber, ja, das machst du immer im Body-Bereich. Der Body-Bereich geht hier los, in Zeile 9 und endet in Zeile 11. Warum? Weil hier das Slash-Zeichen ist. Und das gesamte HTML-Gerüst, ja, wird hier nochmal komplett abgeschlossen mit diesem Schrägstrich. Ja. Das ist wichtig, dass du dir so grob den Aufbau im Kopf merkst, damit du weißt, wo du was hinschreiben musst. Ja. Also immer im Body-Bereich hier schreibst du deinen Code rein und nirgendwo anders. Ja. So. Nun gibt es noch eine Besonderheit, und zwar, bevor wir loslegen mit dem Schwan, Programm, ja, das wir hier bauen wollen. Du brauchst den Live-Server. Ja? Das ist der hier unten. Ja? Da zeigt sie dann Go Live an. Wenn du Visual Studio Code runterlädst und dann hast du den zunächst nicht drauf, das heißt, du musst den drauf spielen, du gehst hier drauf auf die Extensions und gibst hier Live-Server ein. Ja? Genauso geschrieben, und dann lädst du dir diesen Live-Server von Ritwig Day hier runter. Dauert so eine Minute, ne? Und dann hast du hier unten so ein kleines Feld, da steht Go Live drauf. Ja? Das ist sozusagen die Ausgabe, ja? Wenn du irgendwas anzeigen willst. Ja? Ich jetzt hier zum Beispiel einen Satz anzeigen will, im Body-Bereich. Schreibe ich Hallo Leute, ja, zum Beispiel, ja, dann wird mir das hier in der Ausgabe angezeigt. Ja. Ich gehe mal auf den Go Live Server und klicke hier drauf, und du siehst, hier werde ich dann hier sofort hier Hallo Leute hier angezeigt. Ja. Also mit so einem einfachen HTML-Überschrift ist das jetzt. Ja. Ich kann hier zum Beispiel auch kleiner machen. Ja. Ich sage, okay, ich will eine H2-Überschrift. Mache ich hier H2, ja, so. Siehst also alles, wie gesagt, was ich hier im Body-Bereich habe, habe ich das HTML, ja, so. Jetzt sind wir aber bei JavaScript, ja, wir hatten ja gesagt, das HTML-Gerüst, das haben wir erzeugt, ja. CSS machen wir heute nicht, weil es ist einfach, ja, es ist nur so erstmal für dich, um was es geht und so weiter, kannst du dir andere Übungen anschauen. Ne? Also alles, was um das Styling und so weiter betrifft, machen wir nicht, sondern wir gehen hier zu der ersten JavaScript-Übung über, weil wir wollen ja hier unser kleines Programmchen schreiben, sag ich mal. Ne? So, wie macht man das jetzt? JavaScript kannst du ausführen im Body-Bereich, ja, zum Beispiel, wenn du das Wort Script eingibst. Ja. Und hier ist es auch wieder ähnlich wie beim Body-Bereich, also das Script geht hier los, ja, und endet hier. Warum? Weil hier das Slash-Zeichen ist. Ja. So. Jetzt schreiben wir nämlich unser erstes JavaScript-Programm für unseren Schwan hier. So. Also, was soll man jetzt alles machen? Schreibe in JavaScript ein kleines Script-Programm, wo du den Namen, Alter, Gewicht und Schwimmgeschwindigkeit abfragen kannst und in einem extra Fenster ausgeben kannst. So, okay. Dann legen wir los. Nein, hier eine Variable, die nennen wir Schwan. Ja? So. Und jetzt
Dann gehen wir her und machen sozusagen, das ist so ein Anweisungsblock, ja, also wo wir unsere Abfragen reinmachen, also Name, Alter, Geschwindigkeit und Gewicht, ja. Damit das funktioniert, brauchst du eine sogenannte geschweifte Klammer, ja. Die kriegst du, wenn du auf Steuerung, Alt und 7 gleichzeitig klickst. Ja. Ich schreibe es hier unten mal nochmal hin. Steuerungstaste, Alt-Taste und 7. Die drei klickst du gleichzeitig. Dann kriegst du diese geschweifte Klammer. Ja. So. Das heißt, sie haben hier eine Variable und die nennt sich Schwan. Ja. Gleich. Und jetzt kommt die geschweifte Klammer. Und hier drin, da schreiben wir praktisch unsere, ja, was wir abfragen wollen. Ja. Wir wollen ja wissen hier und gucken. Name, Alter, Gewicht, Schwimmgeschwindigkeit. So. Und tragen wir das ein. Name. Ja, wie soll dein Schwan denn heißen hier? Gucken wir uns nochmal an. Der hier. Nennen wir ihn mal Kurt. So. Kurt, der Schwan. So. Name, Alter. Schreiben wir vielleicht mal 5. Und jetzt ist vielleicht wichtig, dass du immer, also das Ganze abtrennst mit deinem Komma hinten. Ja. Und Name, Alter. Mal schreiben wir noch Gewicht. Gewicht 8 von mir aus 8 Kilo und Geschwindigkeit. Also wie schnell er schwimmen kann. Ja. So. Keine Ahnung, wie schnell ein Schwan schwimmen kann, aber ich schreibe jetzt mal 4 Kilometer pro Stunde. So. Jetzt haben wir hier also unsere Variable. Wir haben den Schwan, wir haben das gleich, wir haben unser Anweisungsblock. Wo soll das hier alles ausgeführt werden? Ja, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Und jetzt steht nämlich hier, man muss genau hier lesen in der Aufgabe. So. Abfragen kannst und in einem Extrafenster ausgegeben kannst. Also du brauchst also ein Extrafenster, musst du in JavaScript hier, dass wenn man da draufklickt, dass es ein Fenster Pop-up aufpoppt und ja, die richtige Angabe dann ausgegeben wird. Das gucken wir uns an. So. Und so ein Fenster hatten wir eigentlich schon ein paar Mal gemacht. Kriegst du über window.alert. Wird dir auch sofort immer hier vorgeschlagen. Ne? Also, jetzt zum Beispiel window. Gehst und dann hast du hier Methode Alert. So. Und hier geben wir jetzt noch mal den Namen des Schwans ein. Schwan. Ja.
Und hier kannst du praktisch nach diesem Punkt, ja, kannst du praktisch, hier wird dir praktisch, sobald du den Punkt hier setzt, siehst du schon, wird dir hier vorgeschlagen, ja, was du alles abrufen kannst. Ja. Geschwindigkeit, Gewicht, Name, ja. Ich mache es mal noch mal ein bisschen langsamer, damit du das siehst. Also Schwan. Und jetzt mache ich den Punkt. Ja. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier, gebe ich jetzt zum einen, ich will zum Beispiel wissen, ja, wie alt er ist. Ja, dann gehe ich hier auf Alter. Zack. Ja. Und muss es eigentlich jetzt nur noch hier am Schluss, ist immer noch wichtig, dass du Semikolon praktisch machst. Ja? So. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier unser Skript hier aufgebaut. Ja? Hier geht es an, hier endet es wegen diesem Slash-Zeichen. Ja? Habe ich hier eine Variable, die nennt sich Schwan. Hier habe ich meine Sachen hier drin, innerhalb von der geschweiften Klammer, ganz wichtig, ne? Geschweifte Klammer kriegst du über STRG Alt und 7. Ja? Und so ein Fenster, so ein Ausgabefenster, das wird ganz oft gefragt, eben, ja, geben Sie in einem extra Fenster aus. Ja? Weil du was mit Fenster liest, schreibst du einfach window.alert, ja? Und dann kannst du hier mit so einem Ding hier immer alles ausgeben in deinem JavaScript. So, jetzt wollen wir dann natürlich gucken, ob das Ganze hier auch ja, funktioniert, sage ich mal. Ja. Wir haben ja jetzt hier das Alter hier eingegeben, hier unten. Ja. Wir wollen jetzt wissen, okay, jetzt müsste es uns eigentlich hier 5 ausgeben. Das gucken wir uns jetzt an. In der Ausgabe, es wird spannend. Und du siehst, es funktioniert zunächst mal überhaupt nichts. Ja. Irgendwas passt ihm noch nicht hier oder unserem Programm. Und ich weiß auch schon was. Ihr seht es vielleicht. Und zwar aber fehlt hier ein Komma. Ja. So. Ja. Und hier. Eigentlich auch. Und schon haben wir das Rote hier weg. Ne? Es ist wichtig, dass das immer so abgetrennt wird. Wenn dir irgendwas rot angezeigt wird, dann musst du schauen, ja, was da los ist, sag ich mal. Ne? So, jetzt wird es nochmal spannend. Versuch Nummer 2. Ja? Jetzt müsst ihr uns also Zahl 5 hier ausgeben, dass der Schwan 5 Jahre alt ist. So, zack. Und du siehst, es funktioniert, ja. Sie haben ja also unser Schwanbild hat, also der Schwan ist 5 Jahre alt. So. Nun kann es ja sein, dass du sagst, ja, ich will jetzt aber auch den Namen zum Beispiel ausgegeben haben. Ja? Ich will, dass der Name Kurt ausgegeben wird. Wie mache ich das jetzt? Ich gehe hier rein wieder. Gehe wieder bis zu meinem Schwan, gebe den Punkt von mir aus ein. Ja? Und dann kannst du jetzt halt den Namen hier angehen. Gehst hier runter, zack, Name. Ja. Und das bezieht sich auf das. Ja, wenn du das Alter willst, gibst du hier Alter ein. Wenn du das Gewicht hier willst, gibst du das Gewicht hier ein. So. Das heißt, jetzt müsste uns eigentlich kurz hier angezeigt werden. Ja. Gucken wir es uns an. Und du siehst, es funktioniert. Kurt wird hier also in unserer Ausgabe hier angezeigt. Ja, sehr, sehr cool. Also so kannst du das machen, ja. Will ich jetzt das Gewicht, ne, dann gebe ich hier Gewicht ein.
Und dann habe ich hier 8 stehen. Und schon haben wir unser Programmchen hier fertig geschrieben. Am besten du gehst mal her und versuchst das Ganze hier mal ja, nachzubauen. Ja? Also nicht nur das Video angucken, sondern mach das Ganze mal, lad dir Visual Studio Code runter. Ja? Geh her und mach dir so ein Gerüst, ja, wie ich das auch gemacht habe, mit dem Ausrufezeichen. Also so ein HTML-Gerüst. Und dann gibst du innerhalb von dem Body-Bereich, gibst du dein Skript hier ein. Und dann baust du dir auch so ein Schwan-Programm und guckst mal, ob das Ganze hier auch funktioniert. Ob du das auch hinkriegst mit diesen geschweiften Klammern. Aufpassen mit den Kommas, ja, dass das hier immer abgetrennt ist. Und hier unten kannst du es dann praktisch über das Windows-Fenster, also über das Fenster, ja, kannst du das Ganze dann abrufen. Ja, und guckst mal, ob das bei dir auch so funktioniert. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unbedingt den Kanal. Ja, und gerne bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und bei eurem ersten JavaScript. Ja. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.